Dann, ich wünsche einen schönen Dank, Tag. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich zu meiner Präsentation kommen. Open Source goes to Geo. Ich muss gleich vorwegwerfen, meine erste Präsentation auf den Grazer Linux-Tagen. Also ich hoffe, es wird halbwegs gut. Nur kurz zu meiner Person. Ich bin eigentlich schon seit mehreren Jahren als Helfer tätig bei den Grazer Linux-Tagen. Heuer das erste Mal Vortrag. Kurz zu meinem Werdegang. Ich komme von der FH, also eher wirtschaftslastiges Studium. Auch sehr wenig Open Source. Bin tätig in Mödling bei so einer kleinen Firma, Prisma Solutions. Bin dort angestellt als GIS Operator, ist die offizielle Bezeichnung. Dahinter steckt Datenanalysen im Geo-Bereich. Ich mache AGIS Desktop-Schulungen. AGIS, das ist ein kommerzielles, proprietäres GIS-System, wo ich eben heute Alternativvarianten vorstelle. Wir haben ein eigenes Produkt, GIP, Graphenintegrationsplattform. Da gebe ich Support, Schulungen. Und weil das noch immer nicht reicht, mache ich auch noch Oracle und SQL Server Administration. So, aber nun zum heutigen Vortrag. Ich werde kurz einmal über die Datenformate eingehen, die es im Geoinformationsbereich gibt. Dann schauen wir uns kurz an, welche Datenquellen gibt es im Internet verfügbar. Ich mag gleich vorausschicken, ich habe den Vortrag jetzt so konzipiert, dass das für Privatanwender ist. Bei Daten ist halt immer Frage Lizenzen. Also die Daten, die ich jetzt dann herzeige werde, die kann ein Privatanwender im Internet runterladen und auch frei verwenden. Bei Firmen muss man sich genauer die Lizenzbedingungen durchlesen. Das ist dann, ja, ein bisschen komplizierter. Dann gehe ich kurz darauf ein, warum überhaupt im Geobereich Open Source Software verwenden, wenn es eh proprietäre Software gibt. Dann stelle ich kurz ein paar Open Source Produkte vor und näher gehe ich ein auf das Produkt QGIS, weil da habe ich persönlich die meiste Erfahrung damit und das ist auch das Programm, was derzeit im Open Source Bereich am meisten und am schnellsten weiterentwickelt wird. So, im Geobereich gibt es von den Daten selber gibt es mal zwei Unterscheidungen. Einerseits Rasterdaten, andererseits Vektordaten. Rasterdaten kann man sich wie Bilder vorstellen, also sind im Grunde auch Bilder, JPEGs, und dahinter steckt nur eben Bildinformation und wenn ich Glück habe, pro Zelle habe ich dann noch Hintergrundwerte, Höhenwerte hinterlegt. Bei Vektordaten hingegen habe ich eigene selbstständige Objekte, die wiederum zusätzliche Metadaten beinhalten. Und da kann man unterscheiden zwischen Polygonen, Linien und Punkten. Daraus ergeben sich dann alle fortlaufenden Geometrien. Also es gibt noch Kombinationen aus diesen. Und bei den Formaten selbst, also bei den Rasterformaten, wie erwähnt, Bilddateien, es gibt JPEGs, TIFF, GRID, IMGs. Das sind spezielle Formate, die Vor- und Nachteile haben. Manche sind auch mehr speicherintensiv, manche haben auch die Geoinformationen mit verspeichert, dass zusätzlich Koordinatenpaare abgespeichert sind. Und beim Vektorbereich, ja, kommen hauptsächlich auf Dateiebene Shape-Dateien vor. Die kommen, also das ist ein Format, was von der Firma Esri
entwickelt worden ist. Die sind auch die, auch wie zuvor erwähnt, AGIS anbieten. Das ist so, ich bezeichne ESRI immer gern als Microsoft im Geobereich. Also mit allen Vor- und Nachteilen. Dann GPX, kennen vielleicht ein paar von den Navigationsgeräten oder von den Trackern. Die Handy-Tracker, die nehmen auch alles mit GPX auf. Und ich werde dann auch zeigen, das kann man sich dann auch am Computer darstellen lassen. KML, KMZ sind Formate von Google. Da kann man in Google Earth Pfade einzeichnen. Und GML ist im Geobereich, wenn man über Webseiten Geodaten abruft, das ist das Format dahinter, was zur Darstellung der Informationen dient. Jetzt war ich mal nur auf Dateiebene. Wenn man sich ein bisschen mehr mit Geodaten beschäftigt, kommt man schnell drauf. Geodaten kommen nicht vor mit 20 MB, 50 MB, sondern man ist schnell, fängt man an ab 50 GB, ein Datensatz, und der ist auf Dateiebene dann schon schwer zum Handeln. Deswegen jedes bessere System verwendet Geodatenbanken, und Geodatenbanken gibt es da auch frei Produkte. Bei Postgres kann man eine zusätzliche Erweiterung dazu installieren, die nennt sich PostGIS. Das dient einfach, um die Geometrien in einem eigenen Feldtyp abzuspeichern. Und auch die ganzen Projektionssysteme mit verspeichert werden in der Datenbank. SpecialLite ist halt eine Erweiterung für SQLite. Und zur vollständigen halber habe ich noch kommerzielle Datenbankensysteme auch noch in der Folie vermerkt. Die Personal Geodatabase, ebenfalls von ESRI, ist im Grunde eine Microsoft Access Datenbank, und diese kann aber in der Zwischenzeit auch schon mit den Open Source Produkten, die ich vorstellen werde, angesprochen worden. Da ist die Schnittstelle schon freigegeben worden. Bei der File-Based Geodatabase schaut es noch nicht so gut aus, die ist noch immer unter Verschluss. Und ja, für Oracle gibt es einen Special-Aufsatz, und SQL-Server gibt es auch eine Zusatzerweiterung, dass er auch die räumlichen Daten darstellen kann. Aber wie gesagt, Oracle und SQL-Server sind einerseits sehr teure Produkte und im Open-Source-Bereich eigentlich nicht so vertreten. Ja, Vorteile von Geodatenbanken. Ich kann meine Daten leichter verwalten, ich habe schnelleren Zugriff, ich kann eben auch Trigger schreiben, ich kann also räumliche Indizes generieren, ich habe auch weniger Abstürze aufgrund von Datenzugriff, und ich kann viele Operationen muss ich nicht extra in einem Geoprogramm durchführen, sondern kann das direkt in der Datenbank mit SQL-Statements durchführen, was auch noch eine Performance-Verbesserung bringt. Ja, dann würde ich im nächsten Schritt schon auf die Daten eingehen. Auf meiner ersten Folie habe ich Anbieter in Österreich. Es gibt da seit einigen Jahren die Open Data Initiative und das EU-Projekt Inspire, was das Ziel hat, dass Behörden ihre Daten schrittweise der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und da gibt es
jetzt eigentlich seit kurzem die Basemap.at. Das ist, kann ich eh hier zeigen. Das ist ja, eine Hintergrundkarte, die von den einzelnen Verwaltungsbehörden zur Verfügung gestellt wird, also von den einzelnen Bundesländern. Und gehen wir gleich zur Karte. Und dadurch ist es jetzt das erste Mal möglich, dass man wirklich auf geografische Informationen zugreifen kann, die auch bei den Behörden vorliegen. Also ich kann da reinzoomen und mir die Straßen anschauen. Es sind auch die Häuser drinnen. Aber das ist ein sogenannter WMS-Dienst, der mir nur ein Bild zur Verfügung stellt. Also ich kann hier jetzt keine Abfrage machen. Ich mag zu der und der Adresse hinzoomen, wie man es von Google Maps vielleicht gewohnt ist. Das bietet die Seite nicht an, die bietet nur an, dass man eben eine Hintergrundkarte hat, die man aber auch in seiner eigenen Applikation einbinden kann. Nettes Feature hier ist auch, ich habe die Möglichkeit, die Basemap mit Google zu vergleichen oder mit OpenStreetMap. Kann ich mal umschalten und schauen, ja, wie das Detaillierungsgrad bei der Basemap ist und wie bei den anderen Anbietern. Das zweite, was ich habe, ist geoland.at. Mal den Link aus. Das ist, sieht man von der Aufmachung ein bisschen, dass eine etwas ältere Seite ist. Also die gibt es schon länger und die ist auch nur von ein paar, das sind doch alle Bundesländer vertreten. Die haben ein eigenes Service vorher schon zur Verfügung gestellt und da kann man sich auch Daten offline runterladen. Sie bieten Shape-Dateien an und die kann man dann eben in sein System anschauen. Bei meiner Live-Vorführung werde ich dann auch ein paar Daten verwenden von Geoland. Bei meinen Recherchen bin ich auch auf das Umweltbundesamt gestoßen. Das bietet Satellitenbilder an, wenn eben Satellitenbilder interessieren. Sogar in 100 Meter Auflösung. Ja. Die werden auch als Bilddatei wieder zur Verfügung gestellt. Und Landbedeckungskataster und seit einem halben Jahr bietet auch die Wiener Linien ihre Daten zur Verfügung. Da werden Netzpläne und Liniensystem freigegeben, dass man auch seine eigene Routing-Software fürs Wiener Liniennetz schreiben kann. Weltweite Anbieter gibt es auch. Wobei GeoImage ist mir rübergerutscht. GeoImage ist noch von einem österreichischen Anbieter. Der bietet mir auch Ortofotos an, also Luftaufnahmen, die mit Flugzeug erstellt worden sind. Dann OSM-Daten kann ich natürlich auch mir aus dem Internet runterladen. Und da gibt es die Geofabrik, die stellt ein
Service zur Verfügung, dass man auch OSM-Daten als Shape-Dateien runterladen kann und muss und kann auch diese Daten offline verwenden. Was ich aber auch in meinem Berufsalltag kennengelernt habe, ist die Seite bbbbike.org. Der Name ist ein bisschen irreführend, weil eigentlich ist sie gedacht nur als OSM-Karte für Fahrradnavigation oder zum Erstellen von Fahrradkarten. Aber im Gegensatz zu Geofabrik bietet dieser Service an, ich kann mir durch Klicken mir eine Region auswählen in der Karte. Das kann ich gleich machen. Nein, mache ich nicht. So. So funktioniert. So, schiebt er da. Ah ja. Genau. Ich kann mir mal eine sogenannte Bounding Box, also ist ein Viereck, wo ich mir sage, diesen Kartenbereich, den will ich extrahiert haben. Aber da unsere Städte sehr selten als Vierecke angeordnet sind, gibt es hier noch die Möglichkeit, dass man das Viereck anpasst. Man kann auf der Seite die Stützpunkte verschieben und so das Gebiet kleiner einschränken. Dadurch muss ich dann auch vom Server weniger Daten abfragen. Und ich habe auch bei... mir wird dann, wenn ich auf Extract klick, wird mir dann per E-Mail ein Link zugeschickt mit einem Download-Link und der ist dann 48 Stunden verfügbar und da kann ich mir dann meine Shape-Datei runterladen. Ich habe ja auch dann noch die Möglichkeit, andere Formate auszuwählen, also auch Garmin. Format, dann kann ich das auch auf mein Garmin-Navigationsgerät draufspielen. Also das habe ich schon öfters im Berufsleben verwenden müssen. Dann, das hat leider Amerika uns voraus. In Amerika sind die meisten in den USA sind die meisten Geodaten für die Bevölkerung und für jedermann gratis verfügbar. Da gibt es das Zensusbüro. Das ist auch wieder mit Einschränkungen. Also Daten, die ganz hochauflösend sind, dafür muss man dann schon Geld bezahlen. Aber wenn man Daten in nicht ganz so hoher Auflösung will, dann bekommt man die ganz leicht in den USA. Also die Portale sind die recht einfach aufgeteilt. Man klickt immer noch auf die Links drauf und kommt dann, da gibt es zum Beispiel so eine Tabellenstruktur, in welchem Format man sich die Sachen runterladen kann. Und man sieht dann halt, manche Sachen sind halt limitiert. Eher die älteren Sachen sind 2006 bis 2013. Ja. Die kann man sich runterladen. Ja, die NASA bietet natürlich Satellitenaufnahmen an.
Und das Gleiche macht auch Landsat. Wie gesagt, ein paar der Datenquellen werde ich dann bei meiner Live-Vorführung herzeigen. Ja, was ich zuerst schon vorweggegriffen habe, ist die sogenannten Webdienste, also die Geodaten, die man über Google oder auch bei OpenStreetMap sich anschauen kann, die werden meistens über ein sogenanntes WMS oder WFS-Service geliefert. WMS ist ein Kartendienst, der mir eben Bilder liefert. WFS liefert mir Vektordaten und es gibt sogar die Form WFST, wo ich noch die Möglichkeit online die Daten auch gleich zu editieren. Ja, nur zur vollständiger halber, kann man ein bisschen lesen. Wie das mit dem WMS abläuft, dass man eben seine Datenbanken hat oder seine lokalen Dateien. Diese werden entweder über, ja, diese, wenn es Vektordaten sind, werden sie über ein WFS den Browser zur Verfügung gestellt und sonst bei Rasterdaten wird das über einen WCS-Service zur Verfügung gestellt und ja, dahinter verbirgt sich eben XML und GML, um dem Browser auch zu ermöglichen, dass er die Daten darstellen kann. Ja, jetzt komme ich eigentlich schon zu Open Source Software. Warum jetzt die Open Source Software zu verwenden ist? Also, es sind im Grunde die gleichen Vorteile wie bei jeder anderen Open Source Software: breite Community, keine oder geringe Kosten, teilweise vielleicht eine höhere Sicherheit, weil die Fehlerbehebung viel schneller vonstatten geht als bei kommerziellen Produkten, weil die Release-Zyklen vielleicht auch kürzer sind. Und bei den Produkten, was ich jetzt auch vorstelle, sind die meisten auch plattformunabhängig, also ich kann sie sowohl unter Windows, unter Linux oder Mac OS verwenden. Ja, was gibt es nun? Also hier oben in der Ecke ist ein Symbol für QGIS oder früher Quantum GIS genannt, ist ein Desktop GIS. Auf dieses werde ich eben dann näher eingehen, weil es derzeit eben das am besten entwickelte System ist und auch für den Benutzer sehr intuitiv und auch auf Deutsch erhältlich ist. Dann GRASS war früher ein rein Raster-Datenanalyse-System. Das hat sich aber in der Zwischenzeit auch schon mehr zu einem kompletten GIS-System weiterentwickelt, wo man auch Vektordaten sich anzeigen lassen kann. UDIC ist auch ein Desktop-GIS und QVSIG. QVSIG ist zum Beispiel von einer spanischen Behörde, die für ihre Verwaltung ein Open-Source-Produkt entwickelt hat. Und zur Publizierung von eigenen Daten, also wenn man selber einen Webserver betreiben will und selber ein WMS zur Verfügung stellen will, gibt es zwei Produkte. Einerseits den Q-Server und auf der anderen Seite den Map-Server. Ja, es gibt hier auch unterschiedliche Anhänger. Die einen befürworten mehr den Geo-Server, die anderen den Map-Server.
Ich würde das auch fast so vergleichen, wie es die Umstrittenheit gibt zwischen Emacs-Benutzer und Vim. Ja. Ich persönlich bevorzuge den Geo-Server, weil ich bin sehr ein Mausschubser-Typ und beim Map-Server ist alles in einer Text-Config-Datei abgespeichert. Die Konfiguration ist für mich nicht ganz so intuitiv. Ja. Warum ich jetzt eben QGIS genauer vorstelle, aktiv der Community, es unterstützt sehr viele Datenformate, Datenbanken und auch Webservices. Es ist kostenlos. Es gibt 100.000 Erweiterungen, die ganz leicht per Plugin-Installer möglich sind. Die Online-Dokumentation ist auch sehr hilfreich und bietet auch so Case-Szenarien, die man nachbasteln kann. Es gibt die Community leistet einen sehr guten Support, man bekommt sehr schnell Antworten auf seine Fragen und es ist auch ausgelegt, dass es für Endanwender ist, die auch nicht rein aus dem GIS-Bereich kommen, also es ist verständlich auch für Laien, was die Community da zurückgibt. Ja. Jetzt würde ich dann schon zu einem Beispiel kommen. Also zwei Beispiele vorbereitet. Ich habe schon im Vorfeld QGIS gestartet. Von der Oberfläche her unterscheiden sich die Geoprogramme nicht sehr wesentlich. Also es gibt immer einen Bereich, ich lade gleich was, dass man mehr sieht. Es gibt immer einen Bereich, wo ich eine sogenannte Layer-Ansicht habe. Das sind quasi meine Karten, die ich mir anzeigen will in meinem Kartenfenster. Die kann ich ein- und ausschalten. Und das ist auch wirklich wie Layer, also die oberste Karte überdeckt die unterste Karte, wie man sich eben Blatt Papier vorstellen kann. Also ja, deswegen sind Hintergrundkarten, also ich habe hier auch die Basemap zum Beispiel auch in Quantum GIS eingebunden, nämlich als unterste Karte und darauf dann meine Vektordaten, die in dem Fall GPS-Tracks darstellen. Dann habe ich eine Systemleiste oben, wo ich neues Dokument erstellen kann, speichern. Was wichtig ist, ich kann die Karte verschieben, ich kann mich rein rauszoomen. Die ganzen Funktionen gibt es auch also durchs Mausrad. Ich kann hier auf der Seite verschiedene Datenformate dazuladen. Und ich habe hier eben einen WMS-Dienst, kann ich auch kurz drauf, der ist auch einfach zum Einstellen gewesen. Ich vergebe Namen, ich kopiere die URL aus der Anleitung von basemap.at an die Stelle, klicke auf OK, klicke auf Verbinden und schon sind meine Daten, also wird mir angezeigt, welche Karten ich reinladen kann. Also wenn ich hinzufügen klicke, dann füge ich das noch hinzu. Habe ich aber in der Zwischenzeit schon eingebunden, deswegen lasse ich das. Das Luftbild, heute will es wieder. Das Luftbild habe ich als Beispiel, das kommt jetzt vom Lebensmittelministerium. Man kann sich da auch
anmelden, erfordert eine Registrierung mit der E-Mail-Adresse und man bekommt die Luftbilder in 8 Meter Auflösung zur Verfügung gestellt. Allerdings rennt im Hintergrund ein Counter. Nach 31 Mal aufrufen kann man das Luftbild nicht mehr anschauen. Da muss man Counter über die Web-Oberfläche zurücksetzen und dann kann man sich wieder die Luftbilder anschauen. Also für einen Produktivbetrieb muss man zahlen, aber so zum kurz anschauen oder zum kurzen Karten erstellen reicht das. So. Ich habe hier, ja, was ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen, ich komme aus Niederösterreich, deswegen schaut das nicht wie Graz aus. Ich habe da zwei Strecken mir dargestellt. Oh, kennt man aber eh gut. So. Ich bin seit einem Jahr leidenschaftlicher Firmenfahrradfahrer, also ich fahre in die Firma mit dem Rad und habe mir da zwei Strecken visualisiert aufgrund von meinen Tracks, die ich mit meinem Handy vorgenommen habe und kann mir dann genau anschauen, welchen Weg habe ich genommen, wo habe ich die Autobahn überquert und ja, wo bin ich losgefahren. Ja, also das kann ich, und ich habe jetzt, wie gesagt, die Basemap nur im Hintergrund und das ist wirklich nur als Hintergrundkarte, ich kann keine Analysen machen, Entfernungsmessungen oder Adresskodierung, das ist alles nicht möglich, ich habe da wirklich nur ein Bild im Hintergrund. Als zweites habe ich noch, habe ich noch Graz, da habe ich mehreres, da habe ich wieder Geoland im Hintergrund und, gehen wir jetzt mal weg, da habe ich mir sogar, Graz bietet an, dass man sich die einzelnen Regionen, Bezirke als Polygone runterladen kann und auch das Straßennetz. Zwar beim Straßennetz dürfte Ihnen bei der Codierung irgendein Fehler unterlaufen sein, weil alle scharfen S fehlen. Das kann man aber nachträglich bearbeiten. Also dahinter, also das ist eine Shape-Datei des Straßennetz und ich kann mir hier die Attributtabelle anschauen und das im Grunde habe ich hier die Metadaten, die Straßennummer, zu welcher Route sie gehört, der Straßenname und QGIS versteckt jetzt noch eine weitere Tabelle, die aber für den Anwender egal ist, die Tabelle, wo die Geometrie verspeichert ist. Die ist normal auch im Shape-Datei da enthalten. Ja. Dann habe ich noch, genau, das waren die Bezirke. Dann habe ich mir auch noch vom Umweltbundesamt die Skigebiete mir runtergeladen. Auch als Shape-Datei, interessanterweise vom Stand 2008. Ja. Und solche Spielchen sind halt auch möglich. Ich kann mir, ich kann die einzelnen Layer kann ich symbolisieren. Eigenschaften und ich kann die Farbe mir auswählen, wie ich gerne Skigebiete hätte. Ich kann gleich auf Anwenden klicken und ich sehe, es hat sich die Farbe geändert. Ich kann die Beschriftung ändern. Ich kann
was ich jetzt auch eingestellt habe. Ich habe maßstabsabhängige Beschriftung eingestellt, weil wenn ich ganz hinausgezoomt bin, dann hat das für mich wenig Sinn, dass ich da eine Detailbeschriftung habe. Ja, und also es sind sehr viele Sachen zum Einstellen und ja, in der Zwischenzeit ist Quantum GIS auch sehr erwachsen geworden. Letztes Jahr haben die Toolbars noch sehr verspielt ausgeschaut, da waren noch sehr große Symbole ersichtlich und ja, OpenOSM habe ich mir jetzt auch runtergeladen. Das OSM habe ich mir zum Beispiel über den Dienst bbbike.org runtergeladen, gestern am Abend. Habe erstaunlicherweise auch nach einer halben Stunde den Download-Link bekommen. Das kann oft länger dauern. Und da kann ich auch gleich weitere Vektordaten hinzufügen. Roads für mehr noch. Was hast du da gekriegt? Also, ja, weil der Shape-Datei ist vielleicht auch noch zum Sagen. Eine Shape-Datei selber besteht aus mehreren Dateien. Im Grunde die Shape-Datei selber. Dann gibt es eine interne SHX-Datei für das System, das noch interne Metadaten beinhaltet, eine PRJ-Datei. Darin ist verspeichert das Projektionssystem. Die DBF-Datei, die ist im Grunde die Attributtabelle, die kann auch mit LibreOffice geöffnet werden. Und die CPQ-Datei kenne ich gar nicht, das wird auch eine Zusatzmetadatei sein. Aber im Grunde braucht man nur die Shape, die Shape, SRX und DBF und die Projektionsdatei, ja, wenn man ganz genau sein will. So. Ich habe mir jetzt die Roads reingeladen und kann sie auch kategorisieren nach. Okay. Ja, nehmen wir das Road-Symbol. Und ja, und die Daten, die man jetzt sieht, die sind wirklich alle von OpenStreetMap, Vektordaten, die der Online-Export eben erzeugt hat. Ich kann meine Layer an sich kann ich auch gruppieren, also ich kann so Übergruppen erstellen, wo ich dann mit einem Klick alle meine Unterlayer wegklicken kann. Das hilft mir halt wahnsinnig bei der Organisation von meinen Karten oder wenn ich eben mit dem System interagiere. Die ganzen Software-Verweise, die ich vorher bildlich gehabt habe, habe ich hier in meiner Folie nochmal die Links dazugegeben. Nach meinem Vortrag wird dann in wenigen Tagen auch meine Folien online verfügbar sein
beim Vortrag. Was ich noch vergessen habe, ist die zu erwähnen, die OSGEO. Das ist eine Open Source Geo Foundation, die bietet zum Beispiel auch an eine eigene Distribution, also eine Live-CD, die man auch als VM in sein, also bekommen kann. Und da sind schon die gängigsten Open Source Programme drauf. Also zum Beispiel Cookies, Gras, der Geo-Server ist oben und ich glaube, ja, das sind, glaube ich, die Hauptprogramme, die oben sind. Und auch eine PostGIS-Datenbank ist auch vorhanden, dass man damit mal umadum spielen kann. Dann gibt es auch noch, was ich da auf der Folie noch nicht oben habe, gibt es die FOSGIS. Das ist auch so eine Organisation von freier Software, die auch jedes Jahr eine Veranstaltung hat in Deutschland, wo die Anbieter von der Software zusammenkommen und so große Community-Treffen sind. Ja. Open Layers habe ich zuerst nicht erwähnt, weil das ist eher für die, die Webanwendungen entwickeln. Das ist so die Oberfläche, die auch bei OpenStreetMap verwendet wird, wo man Bibliotheken hat, die dir einfach ermöglichen, auf die Daten zuzugreifen. Also zeig mir eine Karte in einem Fenster an oder so, gibt solche Funktionen. Und ist auch sehr gut beschrieben, Open Layers mit Beispiel Code mit Screenshots. Also, ja. Ja, am Ende angelangt hätte ich dann noch eine Bitte. Bei dem Online-Programm gibt es hier immer die Möglichkeit, ein Feedback abzugeben, wie einem gut der Vortrag gefallen hat, was für Verbesserungsvorschläge es gibt. Ja, das gibt es halt bei jedem Vortrag, wie auch bei meinem. Ja. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja. Und zwar, ich bin Segler. Ja. Bezüglich dieser, es gibt verschiedene Programme, mit denen man seine Seekarten anzeigen muss. Ja, ja. Gibt es da auch eine Open Source Möglichkeit, wie man das jetzt so anzeigen muss? Selber die Karte Open Source oder nur darstellen? Darstellung, aber auch selber stellen. Also kommt auf das Format von der Seekarte drauf an, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das mit Quantum GIS anzeigen kann. Es gibt ein anderes Tool, das heißt OpenZPN, da kann man diese Raster-Seekarten darstellen, das ist ein eigenes Format. Das ist kein richtiges GIS-Format. Lässt sich Cookies auch skripten? Ja, okay. Ja, also es ist auch eine Python-Schnittstelle dabei, ja, wo man auch, wird auch hauptsächlich bei räumlichen Analysen auch verwendet, dass man mit Python-Skripts irgendwelche Operationen drauf fährt. Und da es eben Open Source ist, kann ich auch selber Tools entwickeln. Wenn mir irgendein Button fehlt oder irgendeine Funktionalität, kann ich entweder an die Community schreiben, ich hätte das gerne, oder wenn ich ein bisschen mehr technisch versiert bin und mich einlese in die Doku, dann kann ich das auch selber machen. Ja? Was frei verfügbar ist, ja. Also wo ich wirklich auch Zugriff auf die Daten habe. Kann man Cookies dann direkt an PostGIS anbinden? Ja, es gibt eine Schnittstelle, also ich kann auch
gibt sogar da auf das. Ah, da ist das Elefantensymbol, da kann man recht direkt neu und Name der Datenbank, des Servers, alles direkt einstellen. Muss ich sagen, ist auch Vorteil von QGIS, bei anderer Software ist das noch nicht so möglich. Also bis vor kurzem war es zum Beispiel ArcGIS sogar nicht möglich, direkt auf die Datenbank zuzugreifen. Gut, dann, wenn es keine Fragen gibt, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.